Willkommen zum zweiten Tag mit Rays Geistreicher Deck. Wir spielen gegen Tiny Mac Micro, okay. Er will first gehen, also alles gut, schätze ich. Okay. Ah, Labyrinth. Was wissen wir jetzt? Big Welcome. Nur Big Welcome. Okay. Dann können wir erstmal einen Upstart machen. Ja. Das tut ja nicht weh. Nee, solange wir nichts auf dem Feld haben, ist die Imperm ja noch live. Wann triggerst du nochmal immer? Was activated this turn, okay. Ne, warte, das ist der andere Effekt. Is activated, okay. Das heißt, wenn er es jetzt einfach macht, dann können wir das nicht impern. Das ist das normal. Hä? Hätten wir das nicht ankern können sollen? Ja. Können wir die nicht targeten? Ah ja, wir können sie nicht targeten, okay. So viel zu dem Thema. Errors, okay. So, und Lovely triggert. Wenn was das Feld verlässt. Soll man jetzt einfach mal pro Forma. Ich würde jetzt einfach mal Raigeki drüber braten. Ja, das glaube ich einfach am besten. Bevor wir einfach irgendwas Großartiges noch Experimentelles versuchen. Wenn er jetzt einen Big Welcome umdreht, fliegt da eine Bell drauf. Aber ja, bumm. Kaboom ist im Zweifelsfall immer eine Idee. Jo. Jo, damit sind die beiden schon mal weg. Mhm. Jetzt nicht gerade zwingend auf Nimmerwiedersehen, aber weg sind sie. Hä? Die kann auch nicht zerstört werden? Und sie kann auch nicht zerstört. Okay, aber die ist ja raus. Entscheidend ist, dass die weg ist. Ja. Dann. Ja. Ray, Hayate, Boom. Genau. Außer er dreht jetzt direkt Terrors um, sobald wir Hayate auf dem Feld haben. Ja, nee. So funktioniert das nicht. Nicht? Wie liest sich Terrors nochmal? Er darf sie nicht, Bell. Er darf sie nicht in dem Zug, er darf sie natürlich nicht in dem Zug aktivieren. Das ist eine Trap, verdammt. Ach so, ja, rein. klar. Die ist, das ist ja, das ist klar, das ist ja, klar, die funktioniert ja gar nicht so. Ja, stimmt. Das ist eine Trap. Ja. Punkt Ende. So. So, dann jetzt aber. Ja. Angriff. Directly. Okay. Dann kriegen wir Raid zurück und die geht in die nächste Hayate. Nein, wir kriegen nicht Raid zurück. Die Lady darf hier, ist die once per turn? Die ist once per turn, glaube ich. Ja. Ja. Das ist nicht weg, weil ich glaube, die Daruma Kamakane sagt, wir müssen das Monster weglegen. Oder? Ja. Ja. Ja gut, dann gibt ja keinen Grund jetzt hier. Dann ist das jetzt so. Ja. Und weil wir es weglegen müssen, triggert Ray nicht. Ja, das ist Set Imperm, Set Anker, Pass. Jo. Wir könnten Imperm gegenüber Terror setzen. Hab's mir überlegt, aber hab ich das dann doch nicht gemacht.
Du hast den Afterburner gesetzt und nicht den Anker. Ah, ups. Schade, dass Afterburner Face-Up-Monster targeten muss. Weil sonst hätten wir jetzt die hier kaputt machen, solange sie Face-Down ist. Ja, wenn Afterburner Face-Down-Monster zielen dürfte, wäre Book of Moon auch absolut broken in dem Deck, aber... ist leider nicht legal. Nee. Und solange sie offen ist, dürfen wir sie nicht targeten. Das ist die Frage, was jetzt nachgezogen hat. Aber ja, das Ding ist... Eine Trap. Ah, eine Trap, verdammt. Ungünstig. Weil jetzt kann er Terrors umdrehen. Oder? Wie sich Terrors nochmal? Ew. Ja, darf er. Ja gut, hätte er vorher auch schon machen können. Das hätte mit der Setguard nichts zu tun. Doch, weil wenn er keine Trap nachzieht und er dreht Terrors um, kontrolliert er keine Setguard mehr und wir so können Lovely zielen. Ja, okay. Aber es hätte er nicht... Ja? Okay, du meinst im Sinne von, jetzt kann er Terrors umdrehen, ohne dabei sie hier volatil zu machen. Genau. Okay, dann, ja, dann aktivieren wir mal Area Zero und ballern mal auf Burner, I guess. Liegt die andere Verdeckte da jetzt gegenüber der Imprim-Kalle? Ja, liegt sie. Okay. Deswegen habe ich immer in die Mitte gesetzt, weil ich dachte, falls er nicht mitdeckt... Nicht, dass es relevant ist, weil... Noch ist es nicht relevant, aber vielleicht holt er gleich noch ein Monster oder so. Keine Ahnung. Wir dürften... Ja. Okay. Ja. Aber dann... Kommt dann jetzt nicht? Müsste. War das, hat er getargetet? 3 Gigi? Ich weiß es nicht. Würde am meisten Sinn machen? Nee, Bell. Okay, macht auch Sinn. Achso, nee, Quatsch. Er kann die immer umdrehen, weil sobald er sie umdreht, holt dir die nächste Trap aus dem Deck. Nein, weil wir anketten können. Wenn er. Ja, okay, wenn wir Anker, wenn wir Anker und Afterburner benutzen wollen, dann ja, dann könnten wir anketten. So, ja. Targeted Sieg? Klar. Schade. Jetzt halt die Frage, was die andere Verdeckte da ist. So, hallo Ray. Warte, wir haben eine Ray im Friedhof, also wir könnten auch Rose holen, theoretisch. Gibt's ein Argument dafür, jetzt Rose zu holen anstelle von Ray? Nee. Nee. Weil wir unter Umständen den Quick-Effect-Dodge machen müssen. Ja. Ich weiß aber jetzt offen gestanden gerade gar nicht, wie wir hier weiterkommen wollen, weil in dem Zug wären wir halt die Bell nicht los. Nee, weil wir sie erst wieder flippen müssen. Doch, wir werden sie los. Wir können Kagari holen für Addback Area Zero und können damit die Bell zielen. Das ist actually ein Plan. Dann machen wir das. Pass auf, jetzt fizzelt Area Zero. Ja, das ist dann Schicksal. Ja. Dürfen wir? Wir dürfen, danke. Ja. Freundlicherweise hat er ja Terrors das Ding ja kaputt gemacht, bevor wir den Effekt aktivieren konnten. Ja. Da war er ein bisschen zu übereilig. Das ist jetzt ein massives Prage. Ja, aber... wir haben nicht wirklich Optionen. Nein. So, komm schon. Goddammit! Ah! Ei, schwierig. Ja, go. Nein. Ja, wir können Shizuku noch holen und was suchen, I guess.
so ein Engage oder so. Oh Herrgott, nochmal, weißt du, was der Play gewesen wäre? Mit Hayate stiefeln und dann und Multiroll reinlegen, Multiroll zurücknehmen, weil dann geht's nicht schief. Ja, stimmt. Okay, dann ist er trotzdem... Das hätte uns aber leider auch nicht relevant weitergebracht. Okay, wir können jetzt trotzdem mal Hayate-Play noch machen. Wir können noch angreifen, fällt mir allein. Wir sind noch mein Phase 1 tatsächlich. Machen wir auch. Ja. Wie viel besser mache ich aktuell? 2, das heißt, mit dem hier wird es jetzt live. Bringt uns nur nichts. Aber halt nichts aktivieren dürfen. Noch nicht, nee, aber irgendwann werden wir die Bälle ja auch los. Also, spätestens im nächsten Zug werden wir so los. Okay. Dann kommt unsere Raid zurück. Okay, er aktiviert noch ein paar weitere Effekte. So. Normalerweise wäre das jetzt halt nicht mal gut gewesen, das zu machen, aber in dem Fall funktioniert es halt, weil wir halt diese scheiß verdeckte Bell haben. Ja. So, aktivieren wir jetzt einfach und holen Hayate nochmal. Weil ich meine, sie hat den Effekt auch nicht benutzt. Das funktioniert nicht. Nicht? Warum nicht? Weil Hayate in einem Rutsch gespecialt werden darf. Ah, stimmt. Ja gut, dann einfach jetzt Shizuku und go. Ja. Die Battleface müsste es noch verlassen. Ja, sobald ich darf. Er ist gerade wieder dran. Ja. Ah, und Chandelier da auch noch, okay. Ja, der kriegt ja beide. Ja. Okay, da ist der Field Spell. Ja, wir können ja auch mal unauffällig ins nächste gehen. Dass wir die Bälle nicht losgeworden sind, das war... Ja, du hast recht, wenn wir das Play mit über Multiroll gemacht hätten, das wäre gegangen. Aber es hätte halt an mehr Punkten schief gehen können, weil der Yard-Effekt durchgehen musste. Das wäre genauso, ja, es hätte auch nichts gebracht. Okay. Also. Labyrinth. Wir gehen wieder Second. Wir wollen. Ja, wir wollen hier. Turntwister und Featherduster haben. Funktioniert Only One bei dem? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, weil das alles Fiends sind. Das heißt, er kann Big Welcome anzünden, wenn er... Ja. Das heißt, ich würde die Imperms rausboarden. Wir können die ja eh nicht targeten, das heißt, wir können... Ich meine, Raigeki... Raigeki, weil... Die kann ja eh nicht zerstört werden. Ja, Raigeki raus und ich würde da noch die zweite Sharken reintun. Und dafür... Vielleicht ein Talents raus. Ich meine, das tut unter Garantie live werden, das Talents. Ja, doch, eigentlich wird das live. Chalice? Weil wir die wieder nicht targeten können? Chalice, ja, dann Chalice raus. Okay. So, Second natürlich. Ich meine, damit geht was, je nachdem, was er jetzt macht. Mhm. Setkarten, soweit keine Überraschung. Ja gut, die Ash ist gut, aber dann machen wir nochmal Field Spell auf einen von den Linkages. Ja, auf jeden Fall. So, Set.
Hey, nicht gefizzelt. Sind wir greedy? Was heißt denn greedy? Ich würde auf jeden Fall Rolle nehmen. Ja, komm. So, dann Rolle für Fieldspell. Schauen wir mal. Ja. Ja, ja, dann Rolle für Fieldspell. Mhm. Wenn er meint, hier mit irgendwelchen Cosmics durch die Gegend werfen zu müssen, dann soll er mal. Ja. Ash fliegt übrigens auf Big Welcome. Welcome darf er haben. Ja. Aber erstmal müssen wir uns so weit kommen lassen. Danke. So, dann aktivieren wir dich jetzt. Mhm. Target. Möchten Sie darauf reagieren? Nee. Okay. Dann ja. Effekt Grave. Hallo Ray. Und hallo Hayate. Gehen wir für die 1,5 extra? Ich glaube. Ich meine, wenn er irgendeinen Effekt hat, der was kaputt ist, würde den eh auch erst auf Hayate machen und nicht auf Ray, also von daher. Might as well. Jo. Und wer weiß, vielleicht meint er die 1,5 Schaden ja mal. Ja. Das Ding ist, wenn er Daruma Karma kennen hat, dann ist eh. Ne? Dann ist eh witzlos. Und wenn er irgendwas anderes hat. Ja dann gut, für Daruma muss er erstmal ein Monster auf dem Feld haben. Stimmt. Mindestens eins muss er ja haben, was er verdeckt drehen kann. Richtig. Ja dann. Mächtiges Badabum für 1,5. So, Big Welcome. Wenn wir Big Welcome negieren, kann er Silver Castle trotzdem von der Hand holen, ne? Er darf doch immer Karma Cannon doch einfach aktivieren. Okay. Ja, aber die fizzelt halt einfach. Außer er schenkt jetzt was an. Ach so, ja. Sie sagt ja, as many as possible. Das kann ja null sein. So. Okay. Jetzt hat. Okay. Und then, das heißt, A muss passiert sein und as many as possible muss mindestens 1 sein. Jetzt ja. Hat haben wir es verstanden. Okay. Ja. Jetzt fragt er sich gerade, was zum Geier kaputt ist. Deswegen. Das ist ein bisschen doof gewordet, weil das sagt, as many as possible kann diese Zahl 0 sein. Aber es muss trotzdem mindestens eines verdeckt werden, damit alles, damit das andere weggeschossen wird. Ja, da steht halt quasi in Klammern dahinter, if you changed at least one monster to face down defense position. Genau, das heißt dieses then. Ja. Deswegen ist es fett gedruckt. Ansonsten würde hier stehen and. Oder sowas in der Richtung. Oder nee, das wird es ja gleichzeitig passieren. Wie würde das denn gewordet sein müssen, damit das nicht fizzelt? Keine Ahnung. Was allerdings interessant ist, dass du es überhaupt einfach umdrehen darfst, weil eigentlich eine Karte, die nichts tut, darfst du nicht umdrehen. Du darfst ja auch zum Beispiel kein, also, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Ach so, doch, weil es liegt ja da ein Monster, was, es liegt ja ein Monster da, eben, das ja. Kann halt nur nicht in Def gedreht, okay. Richtig. Weil du darfst ja zum Beispiel einen, keinen Interrupted Kaiju Slumber aktivieren, wenn kein Monster auf dem Feld liegt. Ja, aber es liegt ja ein Monster auf dem Feld, weil es ein Link, also es ist halt ein Link-Monster. Ja. Okay. Wir haben 2 Spells im Grave, ne? Ja, das heißt mit dem, ja, Glückwunsch, dass ein Tournament startet. Dann legen wir einfach eine weitere Linkage rein. Ja, damit wir einen Anker noch mit Shizuku suchen können. Ja. Ja, ist nochmal 3. Dann Main 2 und, Und 2 Engages. Engage, auf die er nicht reagieren kann.
Wobei ich mich dann frage, wie hart wir jetzt eigentlich eskalieren wollen, weil irgendwie habe ich jetzt Bammel vor irgendwelchen Random Go Second Karten. Das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall suchen wir jetzt mal einen Anker. Tun wir das. Ja. Ich meine, abgesehen von Silver Cast hat er noch Monster, die wir negieren dürfen. Ja, true, dann holen wir einen Anker. Wir können auch irgendwas suchen. Wir suchen mit Hemp würde ich doch kaputt machen können, oder? Irgendwann mal, ja. Aber ich würde jetzt einfach Anker holen. Okay, wow. Das löst das Debakel auch. Okay, dann gehen wir mal in Kagari und gönnen uns die Engage wieder. Und ich glaube, die zweite Engage zünden wir gar nicht. Damit wir dann mit Shizuku die dritte Engage suchen können. Also die zweite aus dem Deck. Sozusagen. Ich bin dicht. Auch. Ja, jetzt habe ich über Shizuku geredet und habe deswegen nicht aufgepasst. Dann haben wir halt keinen Shizuku-Search. Ich will diesen Engage wieder haben. So, okay, also. Engage zurück. Set Anchor und Linkage. Und go. Mhm. Es ist die Frage, was liegt hier halt noch? Richtig. Und ebenfalls die Frage, wie weit kommen wir mit der einen Ash? Ich würde sagen, in der Endphase machen wir mal Multiroll für Field Spell. Ja, ich meine, wir müssen ja Anchor nicht live haben. Ah, da ist Silver Castle. Hi. Hi. Er hatte einfach die beiden Hard Draw. Und jetzt wäre Shizuku so geil gewesen an dem Punkt. Ja. Ja, viel zu bald. Ja. Shizuku wäre jetzt so geil gewesen, weil mit Shizuku jetzt. Sharkcan hätten suchen können. Ja. Das ist normales Welcome. Das frisst trotzdem Ash. Weil sonst setzt er eine weitere Karte aus dem Deck und ja, dann das kann ist, er jetzt nicht. Alles, dann ist alles kacke. So. Okay, jetzt wissen wir, was die andere verdeckte war. Jetzt, dass wir wissen. Kennen wir die? Ich hab grad nicht aufgepasst. Welcome. Also noch ein Welcome, das hier? Welcome. Big Welcome. Big Welcome ist das dann, okay. Okay. Funktioniert das? Oder sagt die Set Spell Trap oder Set Card? Wer? Lady. Set Card. For fuck's sake. Wow. Ja. Wow. Oh Gott, ist das jetzt beschissen. Ja. Nur. Jo. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Greif an. Ja. Au. Ja, ich erst gerade so. Dann macht's jetzt au, I guess. Ja, danke. So, komm zurück. Okay, normales Welcome war's. Jane. Musst du in Dev kommen?
Nein. Dann keiner. Ja. So, du greifst nicht an. Keiner, die greift nicht an. Das war echt ein normales Welcome. Ja, das war echt ein normales Welcome. Interesting. Warum hat er denn nicht Big Welcome gesetzt? Der darf doch, oder? Die Chandeliers sagen doch, er darf beides. Set one Labyrinth. Ja. Okay. So. Sie darf jetzt was vom Grave recyceln. Außer gerade was gezielt, oder? Nee, er ist noch dran. Er muss jetzt wählen und dann sind wir dran. Und wir erlauben ihm das natürlich nicht. Nee, wir machen dann Anker. So, nö. Weil dich dürfen wir targeten. Ja, genau, das schenken wir uns mal bitte. Wir haben ja eh keine 3 Spells, jetzt haben wir wieder 3 Spells. Ja, euer 100 Life Points. Also keiner's Passive für Spells ist halt so. Vor allem wieso 100? Warum nicht wenigstens 2 oder 300? Das würde wenigstens sich irgendwann hochstecken, aber einfach nur 100? So, hä? Damit's noch ärgerlicher ist für den Typen, den du damit im Timeout besiegst, wenn du mit 8-1 gegen 8K gewonnen hast. I guess. So, immer noch nein. Oder? Wir können es in der Endphase immer noch machen, also. Wir machen das in der Endphase. Jetzt machen wir es. Jetzt. Genau, die geht weg und wir hätten gerne Shizuku. Für den nächsten Engage. Und dann hätten wir gerne die Shizuku. Da. Für Engage. Wie viele Spells haben wir jetzt im Grave? Jetzt haben wir 4 im Grave. Dann hätten wir gerne Rolle. Und nehmen den Anker zurück. Wir haben dreimal Linkage. Ja, dann nehmen wir gerne den Anker zurück. Und nur den Anker. So, dann Schritt 1 wäre mal die loszuwerden, dass wir die kaputt machen können. Ja, also Schritt 1 ist jetzt erstmal, würde ich sagen, Engage. Weil er hat ja keine Traps, die beiden machen ja nichts. Ja, stimmt. Wie genau liest sich nochmal Hamp? Wenn wir einen Skystriker haben, dann können wir ihn. Okay, easy. Dann suchen wir jetzt einen Anker. Nächster Anker. Ja, und dann müssen wir nochmal ganz kurz die beiden Chandeliers durchlesen. Hi! Die beiden scheiß Möbelstücke da, ja, im Grave. Ja. If a monster leaves the field by your, okay? Und das andere auch, oder? Ja, die lesen nicht exakt gleich, bis okay, auf den einen Unterschied. Das heißt, da liegen wirklich keine Effekte, die irgendwas tun. Aktuell nicht, nee. Wir können machen, was wir okay. wollen. Okay, dann engage für den anderen Anker. Oder? Warte, wir versuchen erstmal, ob wir Hemp über sein verdecktes Monster drüber tributen dürfen. Ja, wir können auch einfach die wegtributen und dann müssen wir das verdeckte Monster ja, nicht loswerden. Nein, wir machen sein Monster weg. Pass auf. Wir machen sein Monster weg. Sein verdecktes, genau. In Attack. Ja. Und dann suchen wir uns mit dem Engage den dritten Anker, machen Anker, Chain, Anker, Chain, Anker, Angriff tot. Oh ja, stimmt. Einfach mal umbringen. Ja, einfach mal umbringen, stimmt. Das ist immer, das muss man mit Skystriker immer so ein bisschen im Blick haben. Manchmal kann man noch einfach töten. Ja. So, jetzt musst du nur gucken, dass du die Anker alle sauber aneinander ankettest. Ja, einfach alle anketten jetzt aneinander. Genau. So, Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3. There we go. Angriff tot. So. Also, er wird anfangen, weil das ist Labyrinth, der wird uns nicht first schicken. Ja, dann lassen wir das Deck so, wie es ist. Genau. Der kann uns schon first schicken, aber soll er doch.
Er hat anscheinend ein bisschen mehr zum Siden als wir. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass er gerade Second geschickt wurde und jetzt boardet er wieder auf First. Tja, da ist schon mal kein Duster dabei, aber vielleicht ziehen wir gleich noch einen. Aber die Ash ist gut. Die Ash ist sehr gut. Hat er... Oh! Ja, also wenn jetzt der Duster von oben kommt... Also das... Also Labyrinth ist zwar ein Trap-Deck, aber dass das Deck Set 4 Pass macht, ist tatsächlich selten. Ja. Ja, Upstart. Vor allem, weil wir ja schon wissen, dass es der Ikea-Bild ist. Ja, Upstart. Ja. Ja gut, er hat noch eine Handkarte auf der Hand. Er hat noch eine Handkarte auf der Hand, ja. Das hat er. Mhm. Da liegen Handkarten relativ häufig. Ob man das jetzt glaubt oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, ballern wir mal den Chalice kaputt. Jo. Oder? Oder wir ballern einen der Anker kaputt. Könnte man argumentieren, weil wir sagen, Silvercastle könnte ja eh vielleicht kriegen wir Monster in die Main-Monster-Zone oder irgend so ein Blödsinn. Ja, und dann macht der Chalice noch was. Ja. Fizzelt jetzt sowieso, also von daher. Es ist auch nur für den Mittelfinger, werden wir jetzt den Duster sehen. Ja, ja, natürlich. Nee. Oh! Soll ich hier die Rose nehmen? Das... ist hier die Rose, ja. Droll? Nee, achso. Nee. Ja, dann? Ja, normal Rose. Für Hayate. Klingt in Hayate, bumm. Also, ja. Solange er nichts macht, machen wir mal so ein normales Ding. Ja. Weil Rivalry spielt er eh nicht und gegen Gosen ist eh doof. Also. Ne? Ja, wenn Gosen kommt, dann kommt halt Gosen. Ja, da wäre Ray schon besser. Ja, die hatten wir halt nicht. Ja. Naja, das ist hier jetzt halt ein Spot, wo wir theoretisch das Spiel verlieren können. Fällt mir jetzt gerade auf. Weil wenn er jetzt Gosen oder so. Okay, hat er nicht. Weil wenn er jetzt Gosen oder so gehabt hätte, dann ist halt Rest in Pizza. Ja. Ray, komm mal an, Ketten. Hat er aber nicht. Wir hätten ja Ray suchen können, wenn wir gewollt hätten. Ja, aber wir waren halt greedy. Das hat auch eben schon nicht geklappt. Das hatten wir doch. Ja, vielleicht kettet er ja diesmal an. Ja, dann haben wir diesmal aber die Ash. Das ist richtig, aber das weiß ich. Ja. Nee. Kollege, so weit waren wir schon. Das war mal. Ich... Also, dass einem das einmal passiert. Ich, okay. So. Ja? Also das ist wirklich, for fuck's sake. Ja, ja. Aber jetzt kommt. Ist doch... Aber warum denn jetzt erst? Hä? Also, wenn er uns vorher einfach auf Licht gelockt hätte. Huh. Das hätte doch viel mehr genervt. Also das hätte wirklich gestört. Also das stört jetzt auch, halt, aber ja, es stört nicht so hart. Ja, es geht. Also wir haben halt Hayate. Das ist halt besser wie nix. Naja, das Ding ist halt weg, so wie es da steht, ne? Wir legen jetzt irgendwas rein... machen Engage für Afterburner, ballern unsere eigene Hayate weg und das Gosen-Match stuckt gleich mit. Ja gut, stimmt, das geht. Erstmal gibt's aufs Maul. Ja. Also das ginge. Die Frage... Was? Was macht der Typ? Ja, okay. Das war schon beim ersten Mal... Okay, das macht was. Okay, Glückwunsch. Beim vierten Anlauf kam eine Karte, die was macht. Ja? Sure. Dann halt nicht. So, ja, ist ja negiert. Ja. You know what? An dem Punkt würde ich dann fast einfach Anker und Chalice setzen Anker und Go sagen, ja. Anker und Chalice setzen und einfach sagen, Pass. Übrigens noch so ein Grund, warum Hayate nicht so tragisch ist wie Rose im großen Match. Wenn unsere Zone ist frei. Deswegen meint, das war der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, das ist kacke. Weil wir dann keine Sky-Driker-Spells mehr aktivieren können. Wir hätten jetzt halt aggressiv gehen können und das Gosen abräumen können, aber... Ja, wir hätten jetzt... wir hätten jetzt Engage machen können, was suchen, und zwar den Afterburner und die kaputt, aber dann hätten wir halt nichts extra bekommen. Okay. Okay, sure.
Ja, okay. Hi. Hi. Ja, dann würde ich sagen, ballern wir mal unsere Hayate weg auf der Suche, oder? Nee, erstmal latschen. Erstmal greifen wir jetzt an und ja. Gucken wir mal, ob wir den Effekt dieses Mal bekommen. Jetzt die nächste Imperm kommt, lache ich. Nee, diesmal dürfen wir. Linkage. Jo. Burn Engage für Afterburner. Oder nee, warte, wir machen erstmal. Doch, machen wir. Wir machen Engage für Afterburner. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit dem Fields bei unserer eigene Hayate hochzusprengen. Und wie machen wir dann einen großen Match kaputt? Wir brauchen ja ein Monster. Und die Ray will ich dafür irgendwie nicht benutzen. True. Dann machen wir jetzt einfach Engage, ja. Ich habe halt überlegt, ob wir irgendwie sinnvoll um Ash rumgespielt bekommen, aber... Da. Ja gut. Ah, der gute alte Engage to Engage. Erstmal Afterburner. Ja, trotzdem erstmal Afterburner. Wir haben, vor allem jetzt, wo wir die Ray haben. So. Dass wir uns darüber unterhalten haben. Normal ja. Ray. Normal Ray. Für Kagari. Effekt Field Spell Target Ray Chain Ray. Oder einfach so Chain Ray. Chain Ray. Ja, aber das. Okay. Kagari. Ja. Glückwunsch zu dem großen Match. Add Back Engage. Ja, weil wir haben ja noch mehr Afterburner im Deck. Richtig. Ja. Wollen wir es dann wieder erstmal so stehen lassen? Ja, wir können noch einmal Engage machen, um was zu suchen. Für ihn noch mehr. Ja, natürlich. Shark Cannon oder so. Ja, das. Ja. Oder vielleicht ziehen wir ja auch endlich mal. Der hatte keine Monster-Effekte. Er hatte nicht mal ein Monster. Ja, set go. Wir können das Talents mit der Fieldspell kaputtballern. Ja, ich würde es aber lieber behalten. Ja, komm dann. Go. Wir sind gerade in keinem Zugzwang. Echt nicht. Also solange er jetzt nichts Sinnvolles tut, habe ich auch kein Problem damit, Kagari Beatdown zu machen. So. Eben. Sag ich, wie es ist. Ja gut, er wird irgendwann schon was machen. Die Frage ist halt, macht er was wir nicht verhindern können? Das können wir nicht verhindern. Was hat er gerade getargetet? Die Ray? Denke ich doch. Ja. Ja. Okay. Das gehört zum Beispiel in die Kategorie der Sachen, die wir nicht verhindern können. Ja, aber wieso macht er das jetzt? Sind die noch nicht daran, dass. Auch wie der am Montag. Warte doch, bis die Ray kommen will und haut die dann weg. Ja. So, hä? Okay. You got it. Okay. Also Angriff? Ich bin fast immer noch auf. Lass einfach Kagari Beatdown machen. Ja. Weil die hat gerade aktuell schöne 2k und er hat 6k HP, also von daher. Go. Ja. Weil jede Karte, die ihn ins Spiel bringt, verliert erstmal so, wie es dasteht, an den Ash. Die einzige Möglichkeit, wie er ins Spiel kommen kann, ist eine Karte zu setzen. Also ohne, dass er an Ash verliert. Ist eine Karte zu setzen, die zu aktivieren und dann die Lady von der Hand zu specialen. Und dann hat er keine gesetzte Karte. Außer er setzt... Oh. Ja, genau. Außer er wartet noch eine Runde ab und hat dann zwei Karten. Ja. Aber bedenkt man, wie gerade das mit dem Dave gelaufen ist. Übrigens noch ein Grund, Dave nicht instant zu aktivieren. Das ist erstmal eine gesetzte Karte. Hi! Die können wir auch setzen. Also erstmal greifen wir natürlich an. Ja.
Boom. Mirror Force. Das wäre witzig. Ja, set only one go. Nee, jetzt tun wir was, weil jetzt hat er wieder eine gesetzte Karte. Jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es wieder gefährlich. Ja, nee, er muss die ja aktivieren, bevor Silver Castle kommen kann. Ja, wenn wir jetzt passen, dann könnte er eine weitere Karte setzen, dann die von jetzt gerade eben umdrehen und dann Silver Castle aus der Hand specialen. Dann haben wir aber immer noch only one. Ja, das tut aber nichts gegen eine Lady. Also ich würde ja, aber jetzt, eine Lady tut aber auch nichts. Also ich würde jetzt für das Afterburner-Play gehen, tatsächlich. Ich meine, wir haben eine Ray, also von daher. Ja. Hi. Darüber haben wir doch schon mal geredet. Ja, das war Nummer 3. Deshalb. Ja, doch, die rauszuwarten macht eigentlich nicht mal Sinn, weil die sind gut. Ja, die sind gut. Die bringt halt nur so lange er kein Monster hat. Ja. Ist natürlich unlucky, dass er alle drei zieht, ohne ein Monster zu sehen, ne? Gebe ich ihm. Also, der Typ hat nicht gut gezogen, gebe ich ihm. Ja, aber er hat aber mit den Karten, die er gehabt hat, auch nicht gut gespielt. Nee. Aber er hatte wirklich argen Bullshit gezogen. Muss man fairerweise. Er hätte halt ein Monster ziehen müssen, dann wäre Party gewesen. Also nicht direkt Party, aber dann wäre auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Ja, gut, sobald er ein Monster gehabt hätte, wäre halt die Daruma kennen live gewesen. Eben. Und die ist halt schon gut gegen uns so. Na gut, bauen wir um. Ja. So, also wir haben Hemp, Ray, Rose, Ash, Bell, Everest, Raigeki, Rota, Afterburner, Engage, Terraforming, Talents, Upstart, Cosmic, Chalice, Booster, Drones, Cannon, Anchor, Linkage, Multiroll, Zero und Imperm. Also, dadurch, dass wir jetzt die hier haben, eröffnet das neue Möglichkeiten. Ja, man kann jetzt theoretisch ein paar Bustials im Deck spielen, weil du mit einem Magnamut einen Druidswarm suchen kannst, der dann und dann kannst Azalea bauen und dann kannst du die in Hayate linken und ne? Das Problem ist halt, es funktioniert nicht, wenn du keine drei Spells im Graveyard hast, deswegen weiß ich nicht, ob ich davon Freund bin. Ja, weil das ist halt der Haken an Azalea. Wenn du keine drei Spells hast, dann macht die Bumm. Und nicht die schöne Art. Ändert aber nichts dran, dass Büste jetzt gut sind. Ja, ich meine, wenn alle Strecke reißen, kann man ja auch in Sieg gehen. Also von daher. Nein. Ja, wenn du halt neben dem Büstil noch Ray oder Rose hast, immerhin. Ja. Ist nicht ideal, aber es geht halt. Plus, dass sowas wie Büstils oder andere Monster, die auf deinem Feld liegen, sind halt, wie gesagt, dank Azalea sind die jetzt inzwischen okay. Also man kann Büstils probieren. Andere Karten. Ich würde Raigekis durch Lightning Storms ersetzen, weil Lightning Storm hat halt das Potenzial, auch auf Backrow zu ballern. Und im Gegensatz, und ich meine, du wirst es sowieso nur am Anfang benutzen, von daher. Ja. Und da es ja gerade zwei sind, also, ja, so, hä? Genau, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man Rose aktuell nicht braucht, weil du hast ja dank Linkage eigentlich genug Zugriffe auf die Engine und der theoretische OTK ist Copium, das passiert nie. Ja, da ist der Triple Anchor OTK der realistischere. Ja. Von daher wäre ich dafür, fast Rose zu kicken. Dann eine Karte, die in dem Deck Bombe ist Thrust. Triple Tactics Thrust. Die kostet Geld, aber die ist echt gut.
Ja gut, hier steht nichts von einem RL-Deck. Ja. Das würde theoretisch den Raigeki erklären, aber trotzdem, hier steht nichts davon, also berücksichtigen wir das auch nicht. Mhm. Ja, lass mal erstmal drei Thrust reintun und dann kicken wir ein bisschen. Dann würde ich sagen, fliegt Chalice. Weil auch wenn es nice ist, was haben zu können, was du aktivieren kannst, wenn du noch Monster in der Main Monster Zone hast. Ja. Ja. Wollen wir die Büsti als Main Deck mal probieren oder nicht? Ich meine, fürs Probieren sind wir ja, ist ja hier. Also. Okay, dann. Im Notfall schmeißen wir uns am Freitag wieder raus, wenn uns nicht gefallen. Okay, dann fliegt mal alles raus, was wir nicht unbedingt brauchen, und dann tun wir dafür Büsteels rein. Also, wenn wir Büsteels spielen, würde ich Imperm durch Veiler ersetzen. Weil Veiler ist ein Lichtmonster. Ja. Kann man gleich reintun. Machen wir erstmal drei Magnamut, ein bis zwei Druidswurm und den Baldrake. Da. So. Okay. Dann, wie gesagt, Veiler. Dann Ham finde ich ganz cooler Zeitdeck-Option, aber ich glaube, Main Deck braucht man sie nicht. Das heißt, ich würde die. Ja, das ist halt ein Stark kennen wahrscheinlich. Das ist halt ein teaminterner Kaiju. Nein, also die zweite Stark kennen würde ich rauskegeln. Achso. Weil wir haben ja jetzt gerade Büsti jetzt reingetan. So, dann. Der dritte Chalice kann noch raus. Der Everest kann raus. Ich meine, jetzt ist er aber schneller live, ne? Das. Das sind ja noch mehr Monster. Ach ja? Ja, kind of, ne? Ja. Also, wir kegeln uns unsere. Ja, trotzdem. Also. Wir hauen nicht unbedingt unsere Monster raus. Er ist okay, aber ich glaube, man braucht ihn nicht. Ja. Aber. Ich sehe deinen Punkt. Ja, tut man raus. So, fehlen noch drei. Ja, die Frage ist, verkleinern wir die Bestial Engine und lassen Bell drin? Tun wir den einen Cosmic aus dem Deck raus? Und sagen, Spell Trap Hate reicht im Side? Ich meine, der eine Cosmic ist halt eher so Platzfüller. Weil ich meine, wenn es gerade die wir suchen könnten. Außerdem haben wir gerade zwei Lightning Storms reingetan. Ja, komm, also komm, weg mit dem. Wollen wir den Booster drin lassen oder raustun? Ich meine. Er kann halt mal gut kommen, aber so im Großen und Ganzen wahrscheinlich brauchst du nicht. Gut, ist gerade bei Daruma kennen. Nee, bei Daruma kennen funktioniert er nicht, ne? Weil Daruma kennen. Nee, weil eben. Nee, ich glaube. Weil alles, was liegt, alles, wovor Booster schützt, triggert Ray. Andere Frage. Wollen wir die Zayas reintun? Weil. Das ist greedy. Ja, aber was ist jetzt hier noch drin, was nicht weg darf? Engage. Aber ansonsten. Ja, wenn beide Engages im Zayas drin liegen, ist halt unlucky, okay. Aber sonst, wenn die Rolle da drin liegt, ist. Also außer in Grind-Matchups und dann Aktivisten halt nicht. Oder? Ich mag die Zayas halt echt nicht. In dem Haufen. Das Ding ist halt, wir haben gerade relativ viele Silver Bullets rausgekegelt, ne? Die wichtigen Karten sind 3-Offs. Oder 2-Offs mit 2 Afterburner. Du musst ja auch überlegen, die Bestials machen auch Games viel schneller zu, weil das sind zwei 5er Stöcke, die zuschlagen. Ja. Ne? Ja. Dann ist viel weniger Grind.
Also ich glaube, wir können es uns leisten, Desires zu spielen. Und in Grind-Matchups segelt er halt in eine Multirolle rein. Okay. Ich würde es mal probieren. So. Okay, Frage läuft was vielleicht raus. Talents? Ein Talents muss mindestens drin bleiben, weil du es mit Thrust suchen kannst. Was du fast nicht willst, du willst eigentlich immer Engage suchen. Nee, du willst Engage suchen, lass mal beide drin. Ja. Wir könnten die Bell raustun und in Zeit tun. Weil das Ding ist, Bell ist Main Deck, brauchen wir es gar nicht unbedingt, aber wir wollen es fast gegen alles reinzeiten, weil Gott und die Welt Büstils gegen uns reinzeiten wird und dann wollen wir Bell haben. Ja. Und dann können wir auch die Bell gerade drin lassen. Ja. Deshalb, weil ich hab zum Beispiel auch gestern, habe ich mein Zeitdeck quasi für Lifetwin Runic Sprite gebaut und da bin ich auch drauf gekommen, dass ich eigentlich in jedem Matchup Bell siden möchte. Nicht Main, siden. Dann lass die Inside schmeißen, dann fliegen mal die Shared Rides raus. Ich glaube nicht, dass wir in der Meta leben, in der wir Shared Rides brauchen. Tun wir noch die dritte Bell Inside. Ja. So. Und dann können wir 42 spielen oder wir kicken zwei Büstils. Dann würde ich 42 sagen. Okay, dann probieren wir mal so. Side-Deck, ich würde sagen... Weißt du was? Ich würde mir fast überlegen, ob wir die ganzen Go-First-Karten nicht raustun wollen, weil freiwillig gehen wir nie First. Nee, wir würden nur First geschickt. Richtig, das heißt, wir boarden die rein in der Hoffnung, dass der Gegner uns First schickt. Und wenn er uns nicht First schickt, gehen wir uns erhängen. Und der würde es halt nur First schicken, wenn er entdeckt hat, was komfortabel Second gehen kann. Schrägstrich Mirror Match. Genau. Also Kashtierer. Ja. Und gegen Kashtierer kann man by the way Only One anzünden. Das heißt Only One und Judgment raus, aber Organism behalten wir, weil der funktioniert auf Zug 2 noch gut. Und der regelt vor allem ganz gut gegen Kashtierer. Ja. Das heißt, die hier jetzt einfach mal raus. Genau. Karten, die gegen Kashtierer funktionieren. Lancia? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine. Evenly? Also Evenly ist grundsätzlich einfach... Ja, Evenly ist einfach grundsätzlich gute Karte, wenn du weißt, dass du Second gehst. Ich würde Feather Duster und Twin Twister noch ersetzen gegen Cosmics, weil jetzt wir brauchen das Lightning Storm. Runic. Und jetzt haben wir ja Lightning Storm. Ja, und Cosmics sind vor allem gegen Runic gut, weil der Fountain muss banish. Ja. Lancea ist by the way auch gut gegen Runic. Ja, weil die dann unsere Karten nicht vom Deck banishen können und deswegen nicht können. Wollen wir... Ich überlege gerade, ob wir Dark Ruler brauchen. Aber dafür haben wir fast den Zeitslot nicht. Erstens, ist die Frage, was fliegt dafür raus, aber... Andererseits, wenn wir Dark Ruler hauen, ist das nicht nur gut, wir haben dann direkt einen Spell im Friedhof. Ja, wie gesagt, wir haben den Zeitslot nicht, weil ich meiner Meinung nach ist Grave zu gut, um ihn nicht zu spielen. Nee, Grave ist nicht zur Debatte. Wenn, dann würden wir statt Dark Ruler Evenly machen. Das ist die Frage, Evenly oder Dark Ruler?
Darkloot hat den Vorteil, dass es ein Spell ist. Und dass keine Monster-Effekte daran angekettet werden können. Evenly hat jeden anderen Vorteil. Nee, nicht ganz. Hat den Vorteil, dass es aufräumt. Richtig. Während Darkloot halt nur die Monster negiert. Das ist, glaube ich, eine Testsache. Ja. Wollen wir noch was am Extra-Deck schrauben, oder? Ja. Können wir... Nee. Doch. Wir spielen ja hier nicht auf Timeout. Können wir keiner kicken für eine zweite Säke? Weil mit den ganzen... Mit den ganzen Büstie, als hätte ich fast gerne eine zweite Säge, sag ich, wie es ist. Ja gut, keiner hat halt den Vorteil, dass sie uns einmal halt den Arsch retten kann mit ihrem Angriffblock. Ja. Aber den ganzen Rest will ich auch nicht kicken. Also Zeus ist halt ist für Anker, da ist es. Zeus ist gut. Ich wollte gerade fragen, wo ist der bei dann? Ja, klar, mit Anker können wir ja den ja holen. Also, ja, vergiss, was ich gesagt habe. Na, Dark ist halt auch gut. Hier, die drei. Ja. Also, entweder ist keiner weg oder Shizuku die dritte. Dann wäre ich eher für die dritte Shizuku tatsächlich. Okay. Weil wir fangen ja nicht an. Das heißt, wir brauchen theoretisch eine Shizuku weniger. Ja, genau. So, da. Seke, genau. Ja. Stimmt, wir kriegen ja irgendwann dann nochmal eine neue. Ja. Ich weiß nicht mal, wie was die kann. Kann man es ja kurz angucken. Camellia. Braucht nur zwei Effektmonster. Ah, sehr gut. Lock dich auf Sky Striker. Wenn du drei oder weniger Spells hast. Okay. Easy lockt dich nicht. You can only special summon Sky Striker. Achso, sie kann sich. Achso, okay, ja, vergiss es. Wie jedes Monster. Ja, du kannst Sky Striker card from your deck to the grave. If this once per turn if you have three or less. Okay, also es ist ein reiner Starter. Ja, zum Beispiel mit zwei Büstials. Ja. If this card is sent to the graveyard, you can target one monster. You special summon this card to their field. And if you do the. Send that monster to the graveyard, also shift control of this card's owner during the end phase of this turn. Dann kriegst du die zurück und sie schaltet deine eigenen Spells raus. Ja, das ist dann halt dazu da, dass du. Also, wenn der zweite Effekt ist halt nur, wenn du gegen den Gegner ein richtig problematisches Monster hast, was unbedingt weg muss. Und du das nicht. Ja, und du dann. Ah, ja, gut, dann musst du halt deine eigene Camellia wieder wegräumen. Ja. Ist dann so. Genau. Du kannst sie ja mit Säke wegsenden. Und dann kriegst du sie in der Endphase selber zurück. Aber ja, nee, erst am Ende vom gegnerischen Zug kriegst du sie dann selber zurück. Und dann ist ja okay. Du musst ja nicht mit Säke wegsenden. Die sagt ja einfach nur, if this card is sent to the graveyard. Wenn du was weglinkst, dann ist es auch weggesendet to the graveyard. Nee, mir geht's darum, wenn du die... Ach so, warte mal, nee. Wenn der Gegner sie in seinem Zug wegbaggelt... Dann kannst du sie beschwören und dann geht sie in der Endphase vom Gegner auf dich zurück. Ja, und dann bist du dran und dann kannst du weglegen. Das ist okay. Ja, blöd ist nur, wenn du sie selber in deinem Zug wegräumst, weil dann kriegst du sie in deiner Endphase zurück. Das ist doof. Oder du benutzt sie halt dann nicht. Ja. Aber an sich ist die... Oi, da ist die gut. Ja, vor allem, du machst halt ein normales Opener-Play mit Büstchen und so einen Scheiß, holst die und millst direkt was. Ja, du legst halt eine Ray rein, ne? Ja. Also, die ist schon Knorke. Naja. Aber noch haben wir sie nicht. Ja. Ich glaube, noch irgendwas Neues? Nee. Das ist nur eine Rush-Duel-Karte, die zählt nicht. Ja. Wieso hat Skystriker eine Rush-Duel-Karte? Können wir uns das bitte einfach... Ach nee, die hat einfach nur Striker. Die hat nichts mit Skystriker zu tun. Na dann. Hab mich schon gewundert. Okay, ja gut, dann testen wir es mal so am Freitag. Bis dahin. Ciao. I'm not going to be able to do that.